Wie kommt man dazu, weil du kennst dich aus, ich hab das ja gesehen, du kennst dich aus, du bist informiert, du kennst dich mit der Geschichte aus und mit der Politik und mit Wirtschaft. Wie kannst du zum Neoliberalismus halten? Wie kannst du das gutheißen, dieses System? Das heißt, es gibt noch ein Sicherheitsnetz, dass wenn man aussteigt aus der Konkurrenz, dass man noch gefangen wird. Und trotzdem zerreiben sich die Leute mittlerweile so sehr, dass da draußen echte psychische Krankheitsepidemien herrschen. Ja, Total. das ist eine sehr Direkte. einfache Antwort zu sagen, das ist der Neoliberalismus, weil wir vor allem ganz, ganz weit weg vom Neoliberalismus sind. Du hast jetzt gerade Hayek und Mises und so immer viel kritisiert. Du sagst, wir haben die vorherrschende Doktrin ist die der österreichischen Schule. Hast du denn mal Mises oder Hayek gelesen? Den Hayek habe ich nicht gelesen, nein, sein Buch habe ich nicht gelesen, nein. Ich muss dir sagen, ich habe auch nicht Mein Kampf ganz gelesen und ich weiß, dass das ein Haufen Scheiße ist. Ich finde, die Menschen könnten sich selbst regulieren. Können tun sie es auf keinen Fall. Die Menschen können nicht alleine zurechtkommen, noch nicht. Sie müssten dorthin gebildet werden, sie müssten dorthin geschult werden, sie müssten dafür vorbereitet werden. Aber das macht niemand. Und wenn wir jetzt einfach den Staat auflösen und sagen, Weißt du da gerade redest? Ich hör da so das, was alle sozialistischen Großexperimente immer gesagt haben, wir müssen den neuen Menschen erschaffen. Der Mensch ist noch nicht gut genug, wir müssen den erst dahin erziehen. Und wenn sie nicht gut genug sind, natürlich willst du nicht so weit gehen, aber in anderen hat man Leute in Umerziehungslage gesteckt oder direkt an die Wand gestellt. Wenn wir Wasser verstaatlichen würden, ich meine, okay, ist es ja letztendlich. weder verstaatlichen noch privatisieren. Sondern, Es ist einfach, so wie Luft, es ist einfach frei. Es gehört uns allen. aber Es ist halt da. es muss doch irgendjemand das Wasser pumpen und verarbeiten und reinigen und zu dir liefern. Genau, das heißt aber nicht, dass er es besitzt dadurch. Wenn die 20 Euro mehr, aber dafür funktioniert die Bildung im Staat. Okay, Wo ja, die ist das funktioniert ja eben Problem? nicht. Warum sind denn alle Schulen und Universitäten im katastrophalen Zustand? Weil nicht genug Geld da ist, um das zu machen, und es ist nicht genug Geld da, um sich darum zu kümmern, weil gewisse Leute kein Geld an den Staat bezahlen, aber ihm Geld entziehen, wie zum Beispiel Großkonzerne. Leuten ist immer nur, nein, wir haben ja noch nicht genug Geld. Das ist es halt. Das Geld Das ist kann eine, niemals das ist, reichen. Weil das ist ja nein, das Schöne auch das bei der stimmt nicht. GEZ. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Schau doch dass das mal bei Geld der niemals GEZ. Die reichen kann. GEZ muss jedes Nein, Mal der ihre Gebühren Staat. erhöhen. Wer zwingt die GEZ aufs Geld zu achten? Weißt du, der Staat wird ausgeraubt. Ah, warte mal, gehörst du zur Mumpelraum Society? Ich werd am Monatsende immer von den Rothschilds bezahlt. Ich bin hier Oberilluminati. Ich habe auch sehr viele Bücher gelesen. Das, was ich halt gelesen habe, waren hauptsächlich Bücher, die sich damit beschäftigen, was der Neoliberalismus mit unserer Gesellschaft anstellt.